Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum letzten Part von Let's Remember Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Im letzten Part haben wir mal wieder ordentlich gefailt. In so kurzer Zeit so oft zu failen ist natürlich bemerkenswert. Aber was soll's. Ich könnte hier noch tauschen. Tauschen wahrscheinlich irgendwie online oder so. Das war bestimmt damals auch möglich. Ja, tue ich mir das jetzt nochmal an. Nochmal alles. Oder was ist das denn eigentlich? Memory Steckplatz ein. Daten werden geladen. Nee. Tauschen. Nee. Da müssen wir ja quasi ein neues Spiel anfangen. Da ist ja nichts irgendwie. Ihr geht mir langsam auf den Sack. So, hier. Penis. So, fertig. Ja, mein Name lautet Penis. Ja. Lava nicht. Das müssen wir uns jetzt hier schon das dritte Mal angucken. Beziehungsweise ihr müsst euch das dritte Mal angucken. Und ja, ich natürlich auch. Aber das tue ich doch gern. Für so ein altes Spiel, wenn ich mal nicht so fehlen würde. Dann wäre das doch sicher möglich, das nicht immer angucken zu müssen. Aber, ne? Wenn das Wörtchen aber nicht wäre, dann würde es das halt nicht geben. So. Geht ihr wieder in die Stadt, um Karten zu spielen? Ja, und in euren Adern fließt bla bla bla. Weglaufen. So, und jetzt gehen wir wieder zum Duellierplatz und überspringen aber die erste und den zweiten. Okay, bis später. Ja, Menge los. Bla bla bla. Komm schon, nur ein Spiel. Mit jemand anderem reden. Da. Hast du irgendwelche seltenen Karten? Ich würde gerne wissen, was für. Mit dem duellieren wir uns noch. Auch auf Risiko, dass wir wieder failen. Beziehungsweise ich. Aber ich würde gerne wissen, was für eine seltene Karte der hat. Weil dann wäre nämlich alles ein bisschen einfacher. Dann würde ich ihn vielleicht auch überspringen, wenn ich wüsste, dass das nicht so eine dolle ist. Aber da er sie gefunden hat, hat er sie bestimmt geklaut. Egal. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt noch hin. Dämon des Lichts. Okay. Bogen wir. Ja, na klar, fusioniert der. Ey, leck mich doch am Arsch. Manno. Was ist er denn für einer, ey? Fusioniert er gleich wieder so ein Mega-Mumpfi, ey. Hier, Regigi. Bam, bam, bam. Arschloch. Bam, bam, bam. So, lackiert er mich aber wieder mit. Ja, na klar. Was hat er denn für Karten, ey? Geht das? Haha, die dürfen. Ich bin der genialste Motherfucker auf der Welt, Alter. Uschi Oni, Alter. Was ist er denn für ein Biest hier, ey? 2150 verfickte Angriffspunkte. So, und was haben wir hier noch? Der Dinoraptor. Hieß das Ding eben Schenkelengel? Ich hoffe nicht. Ja, Uranus.
spür die geballte Macht von Ushioni. Das machen wir aber kurz im Prozess. Es sei denn, er ruft seinen Flammenhund wieder, dann... ja, dann haben wir... Arschkarte. Jetzt versuche ich mal ganz wilde Sachen hier einfach. War klar, dass das nicht geht. Mal sehen, was das hier für einer ist. Oh, das war knapp. Jinzo Nummer 7. Der darf auch nochmal. Und dann kommt wieder Ushioni. Es ist schön, dass man so mitkriegt, was man so alles fusionieren kann. Kaniba. Ne, Kanikakupolo oder so. Keine Ahnung. So, was ist das? Magisches Labyrinth. Aha. Kleiner Schwertkämpfer. Die versuchen wir jetzt einfach mal. Schade. Da, was? Skelängel. Ach so, Skelängel. Also Skelettengel quasi. So, und das war's schon. Bam! Zack, Ushioni macht wieder den kurzen Prozess. Kein Problem. Ah, kann ich mich auch hier gleich bequem hinlegen. Weil jetzt haben wir es ihm gezeigt. Im letzten Part richtig schön gefailt. Und jetzt haben wir ihn richtig schön den Arsch aufgerissen. Da, Wolke des Vergessenen. Was? Des Vergessens? Warum? Was soll das denn für eine tolle Karte sein? Ich will noch mit jemand anderem reden. Redest du mit mir, Kleiner? Ich bin beschäftigt. Es sei denn, du willst mich herausfordern. Ja, auch dich. Dich nehme auch hier. Dich nehme auch noch. Da, Wolke des Vergessens. Können wir das... können wir das irgendwie angucken? Das wäre ja natürlich auch... gut, aber naja, gucken wir mal, was wir da so kriegen. Den alten machen wir jetzt noch platt, so hier schön im letzten Part noch. Und so, was haben wir denn da? Nemo Rico und ja, wir nehmen die Wasserschlange, nehmen wir. Die setzen wir gleich in Angriffsmodus und dann können wir vielleicht was rausholen. Das wäre natürlich nice. So, und hier haben wir unseren... Was ist das denn für ein Ding? Keine Ahnung. Nehmen wir den Skelett. Genau, machen wir das und dann... Mal sehen. Ah, Mist. So, dann... Na, er greift jetzt bestimmt an. Aber er greift den an. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Versuchen wir jetzt einfach mal den und den. Schade. Okay, die, ich sag mal so, die Monster von ihm sind jetzt nicht stark, aber die haben alle so gleichmäßig viel Angriffspunkte und so. Weiß ich nicht, können wir hier den Dämon und die vielleicht? Nee, schade.
Okay, nehmen wir das einfach und dann passt das schon. Das ist hoffentlich jetzt kein langwieriges Duell. Das kriegen wir hier, wir kriegen hier anscheinend nur langsam auf die Fresse. So, hier haben wir den Raptor. Damit kann ich jetzt auch endlich mal was anfangen. Kann ihn auch endlich mal Punkte abziehen. Das war jetzt auch mal dringend nötig. Obwohl ich jetzt auch wieder auf die Schnauze kriege. Ja, das ist natürlich jetzt... Wir versuchen jetzt einfach mal... Wir hätten noch Raigeki. Das haben wir schon mal eingesetzt. Hätten wir noch. Dann könnten wir nämlich alle Monster auf seiner Seite vernichten. Was mir aber nicht viel bringt, wenn ich selber kein Monster auf der Seite habe. Das ist natürlich... verdammt blöd. Aber wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir hier einfach nur auf die... Fresse. Oh, hier ist die magische Lampe. Ich hätte jetzt gern noch, gegen den Ollen da eben, hätte ich jetzt gern diese Kugel noch. Das wäre natürlich nice. Ich setze jetzt einfach mal Raigeki ein. Bam, bam, bam. Und hoffe jetzt einfach mal, dass er nichts Dolles kriegt. Ah, scheiße, 1100. Sowas habe ich schon vermutet. Wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück. Und wenn da irgendwas... Ja, okay, das ist zumindest stärker als sein... Haha, so viel dazu. Scheiße, dass der denn... Okay. Sorry, Leute, jetzt haben wir verloren. Ja, er muss jetzt hier nochmal angeben und fusionieren. Was natürlich eigentlich nichts bringt, darauf ein... Aber egal. Schade, schade, haben wir verloren. Game over. Aber alles in allem ist das Spiel echt geil, muss ich sagen. Es ist wirklich echt geil. So nostalgiemäßig, Ist schon der Hammer. Ich mag so eine Spiele. Ja, ja, ich hab gewonnen. Schieb eine deiner Karten rüber. Leck mich am Arsch, du blöder Hund. Ja, verloren. Game over. Können wir jetzt nichts gegen machen, aber ist nicht so schlimm. Denn wir werden jetzt einfach früher als gedacht. Ich hätte gedacht, ich gewinne gegen ihn. Kann man ja nicht ahnen. Wenn wir diesen Part beenden und damit auch leider das Let's Remember, was wir jetzt beenden, zumindest dieses. Ihr könnt auch euch schon aufs nächste freuen, ich werde jetzt nicht sagen, welches es ist. Und ihr könnt auch gerne mal, wirklich gerne mal, unten in die Kommentare schreiben, welche PS1-Spiele ihr gerne mal sehen würdet. Einzige Voraussetzung, die müssten im PS3-Store vorhanden sein, weil ich mir die aus dem PS3-Store nämlich runterladen möchte. Das geht nämlich deutlich einfacher, als wenn ich mir die irgendwie über 80 Ecken besorgen müsste. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach gerne mal euren Wunsch unten rein. Und dann können wir nämlich sehen, ob wir das mal fertig gespielt kriegen. Und ja, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen für dieses Mal. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Remember PS1, PS2. Und ja, haut rein.